Ernst Losser, 13 Jahre alt, Mutter verstorben, Vater fahrender Händler. Wir können dir helfen. Gibt's hier Schule? Nein. Wir alle haben der Natur bei ihrer Auslese jahrzehntelang ins Handwerk gepfuscht. Das deutsche Volk ist nicht mehr bereit, dafür zu bezahlen. Wir haben dem Gemüse durch einen mehrstündigen Kochvorgang jeglichen Nährwert entzogen. Das heißt, die Patienten verhungern, während sie essen. Mein Vater holt mich bald ab. Dann gehen wir zusammen nach Amerika. Herr Losser, ich glaube, in Zeiten wie diesen ist Ihr Sohn bei uns sicherer, als wenn er bei Ihnen ist. Nennen Sie mich nicht mal Junge, bitte. Ha, du bist. Fang mich doch. Diese 10 Patienten erhalten ab heute morgens, mittags und abends ausschließlich Gemüsesuppe. Die Suppe wird so lange abgekocht, bis sie absolut keimfrei ist. Brauchst du das? Das ist eine schwierige Frage. Wenn du das Dr. Feithausen fragst. Nein, ich frage Sie. Was ist denn? Die esse ich nicht! Ernst, setz dich! Eine Lebenslinie. Die hört überhaupt nicht auf. Du musst noch 2-3 Wochen durchhalten, dann komme ich dich holen. Schwester Sophia hat den Kranken geholfen. Und Sie? Sie ermorden sie. Sie sind ein ganz gemeiner Lügner. Ein Verbrecher! Ein Mörder! Müssen hier weg. Und wohin sollen wir gehen?